Mein Name ist Matthias Kiefersauer. Ich bin der Regisseur des Films Was machen Frauen morgens um 3:30 Uhr, der in der Fernsehfilmreihe läuft. Und was ist so toll an diesem Film? Der Film ist einerseits einfach eine Komödie, hat aber andererseits irgendwie dann doch einen ernsten Hintergrund. Es geht um eine Kleinstadtbäckerei, die sich an der Globalisierung rächt, indem sie ihren Christstollen in die muslimische Welt exportiert. Toll an dem Film ist auch die Besetzung. Ich bin ganz, ganz stolz, dass es uns gelungen ist, Brigitte Hochmeier für die Hauptrolle zu gewinnen. Und die spielt das auch ganz fantastisch. Und soweit, glaube ich, kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Man hat Brigitte Hochmeier noch nie so lustig gesehen. Und das ist natürlich auch was, wo man sich als... Sie ist zwar jünger als ich, aber ich fühle mich trotzdem total geehrt, dass sie da mit mir gearbeitet hat. Und auch der Rest der Besetzung ist mit großen Namen bestückt. Also wir haben Muriel Baumeister dabei, Peter Lerchbaumer, Johanna Bittenbinder, Gerd Lohmeier, Julia Ider, Mitterrutzner. Ganz viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, auf die ich sehr stolz bin, dass sie mit mir gearbeitet haben. Und der Film läuft am Mittwoch, den 4. Juli im Arikino um 17 Uhr. Und ich werde auch da sein.